Hallo und willkommen zu Let's Talk About Takenoko. Ich erzähle euch heute etwas zu dem sehr, sehr großartigen Spiel Takenoko, was man mit 2 bis 4 Spielern spielen kann. Und was, glaube ich, viele, viele Spielesammler davon abhält, es zu kaufen, weil es so lila ist. Lasst euch davon nicht abschrecken, außer ihr steht natürlich auf lilane Spiele, dann holt es euch sofort. Denn Takenoko ist ein sehr, sehr großartiges Spiel, bei dem man sehr strategisch spielen muss und was vor allem ein Panda hat. Bei Takenoko geht es, wie bei so vielen Spielen, darum, Siegpunkte zu sammeln. Wie könnt ihr das schaffen? Siegpunkte sammelt ihr, wenn ihr Missionen erfüllt. Diese Missionen können aus 3 verschiedenen Arten bestehen. Entweder ihr müsst mit dem Panda eine bestimmte Menge Bambus in einer bestimmten Farbe essen. Oder ihr müsst eine bestimmte Menge an Brettspielteilen aufbauen. Denn das Spiel besteht im Grunde aus diesen mehreckigen Teilen, aus diesen sechseckigen Teilen, die nach und nach aneinandergelegt werden. Wenn ihr bestimmte Muster erfüllt, zum Beispiel, dass ihr 3 gelbe Teile in einer Reihe habt, dann bekommt ihr Punkte dafür. Oder, last but not least, gibt es auch die Möglichkeit, dass ihr Bambus in einer bestimmten Menge wachsen lasst. Und wie ihr jetzt schon bemerkt habt, widersprechen sich diese Sachen, denn ihr müsst gleichzeitig Bambus wachsen lassen und diesen mit dem Panda essen. Am Anfang des Spiels bekommt jeder Spieler eine Missionskarte in jeder Farbe und das Spielbrett wird aufgebaut, indem in die Mitte dieses Teil gelegt wird und darauf sowohl eine Figur eines Pandas und eines Bauern gestellt werden. Diese können im Laufe des Spiels Bambus essen und ihn wachsen lassen. Und zwar immer auf Feldern, die bewässert sind. Was bedeutet das? Bewässerte Felder sind Felder, die entweder an den Teich angrenzen, indem sie da dran gelegt werden, oder die ein Bewässerungszeichen besitzen. Das ist hier dieses Blaue. Oder die durch einen Kanal, die ihr im Laufe des Spiels sammeln könnt, mit dem Teich verbunden sind. Um das Teil mit dem mittleren Teil zu verbinden, müssen mehrere Kanäle ausgelegt werden. Diese werden immer zwischen 2 Teile gelegt. Erst wenn eine Seite einer Wabe von einem Kanal abgedeckt wird, ist dieses Teil bewässert. Was bedeutet, hier können jetzt Sachen drauf wachsen. Wenn ihr an der Reihe seid, habt ihr die Möglichkeit, aus 5 verschiedenen Aktionen zu wählen. Ihr dürft 2 Aktionen ausführen pro Zug, jeweils aber nur einen von jeder Art. Ihr könnt entweder von einem Stapel von Brettspielteilen die 3 obersten ziehen, euch diese angucken und euch für eins von diesen entscheiden. Meistens sieht man dabei einen Teil aus jeder verschiedenen Farbe oder zufällig halt, je nachdem, jetzt zum Beispiel 3 rosa, ne? Davon wählt ihr eins aus und das wird angelegt. Angelegt werden dürfen die Teile entweder so, dass sie mit einer Seite an den Teich angrenzen oder an 2 bereits bestehende Feldteile. Zum Beispiel so. Dabei müsst ihr aber aufpassen, wenn ihr möchtet, dass auf diesen Teilen Bambus wächst, damit ihr den essen oder wachsen lassen könnt, müsst ihr diesen Teil bewässern, entweder durch einen Kanal oder dadurch, was natürlich am Anfang bedeutet, ihr legt die Sachen eher in die Nähe des Teiches, damit die Sachen bewässert werden. Werden die Teile zum ersten Mal bewässert, wächst dort automatisch ein Bambus, den ihr aus der Schachtel nimmt und auf dieses Feld stellt. Und der Bambus muss immer der Farbe entsprechen, die dem Feld entspricht. Zweite Aktionsmöglichkeit, die ihr habt, ist, ihr könnt einen Kanal aus der Schachtel nehmen. Wie schon gesagt, braucht ihr diese Kanäle, um hinterher auch Felder, die weiter von der Mitte entfernt sind, bewässern zu können. Diesen Kanal müsst ihr nicht direkt anlegen. Ihr könnt ihn auf eure Spielerkarte legen, auf der auch nochmal genau aufgelistet ist, welche Aktionen ihr ausführen könnt. Und ihr könnt jederzeit, wenn ihr am Zug seid, einen Kanal auslegen. Dafür braucht ihr keine Aktion aufwenden. Nur um einen Kanal aus der Packung zu nehmen, braucht ihr diesen Zug. Dann könnt ihr auch noch als dritte Möglichkeit den Bauern bewegen. Der Bauer kann immer nur in gerader Linie gehen und entweder auf einem Feld in der Linie stehen bleiben oder bis zum Ende durchlaufen und dort Bambus wachsen lassen. Bambus kann nur da wachsen,
wo das Feld bereits bewässert ist und wächst sowohl auf dem Feld, welches bewässert ist, als auch bei jedem angrenzenden, bei jedem direkt angrenzenden Feld der gleichen Farbe. Das bedeutet, hier und hier würde jeweils ein Bambus wachsen. Außer es ist auf dem Feld ein Hakensymbol abgebildet. Ist dort ein Hakensymbol, wachsen dort zwei der gleichen Farbe, wenn der Bauer da drauf geht und das Feld bewässert. Die vierte Möglichkeit ist, ihr könnt den Panda bewegen und der Panda kann genauso laufen wie der Bauer und darf auf einem Feld ein Bambussteck essen. Dieses kommt auch wieder auf eure Spielerkarte, denn ihr müsst bestimmte Mengen an Bambus sammeln, um eine Panda-Mission erledigt zu haben. Es gibt Felder, auf denen ist ein durchgestrichener Panda zu sehen. Auf diesem Feld darf zwar der Bauer Bambus wachsen lassen, aber der Panda darf diesen nicht essen. Und die letzte Aktion ist, dass ihr eine Karte einer bestimmten Farbe nehmen dürft. Dabei müsst ihr darauf achten, wenn ihr zum Beispiel noch eine rote und eine lila Karte auf der Hand habt, müsst ihr als nächstes eine blaue Karte ziehen, denn ihr müsst immer versuchen, eure Karten so zu ziehen, dass sie einigermaßen gleich verteilt sind. Außer natürlich, ihr habt jetzt von jeder Farbe eine Karte auf der Hand, dann dürft ihr natürlich ziehen, was auch immer ihr möchtet. Die Karten bringen euch am Ende des Zuges, des Ende des Spieles, keine Minuspunkte, sondern alle Missionen, die ihr geschafft habt, bringen euch Pluspunkte. Was bedeutet, ihr könnt auch jedes Mal, wenn ihr dran seid, eine Panda-Karte ziehen, feststellen, ach, die kann ich nicht erledigen, die auch nicht. Aber ich habe zum Beispiel drei verschiedenfarbige Dinger gegessen und deswegen möchte ich diese Karte bekommen. Wenn ihr die auf der Hand habt, könnt ihr die Mission erledigen. Wenn ihr eine Mission erledigen möchtet, müsst ihr versuchen, das zu sammeln, was die Karte sagt. Sobald ihr das geschafft habt, auch wenn das zum Beispiel im Zug eines Gegners ist, weil der zum Beispiel ein bestimmtes Brettmuster legt, deckt ihr die Karte auf und sagt, dass ihr die Mission erledigt habt. Sobald ein Spieler im 2-Spieler-Spiel 9, im 3-Spieler-Spiel 8 oder im 4-Spieler-Spiel 7 Karten erledigt hat, 7 Missionen, ist das Spiel beendet und die Person, die das als erstes geschafft hat, bekommt den Kaiser. Der bringt nochmal zusätzliche 2 Punkte. Dann wird zusammengezählt, wie viele Punkte ihr insgesamt durch die Mission gesammelt habt. Unten auf jeder Missionskarte steht immer eine Zahl drauf. Für diese würde es zum Beispiel 6 Punkte geben. Und derjenige gewinnt, der die meisten Punkte hat. Abgesehen davon, dass ihr diese ganzen Sachen machen könnt, fängt jeder Zug von euch, abgesehen vom ersten, damit an, dass ihr einen Würfel würfelt und der euch noch einmal zusätzlich sagt, was ihr machen dürft. Ihr könnt nämlich zum Beispiel eine Sonne würfeln, die sagt, ihr habt 3 Aktionen. Ihr könnt Regen würfeln, der bedeutet, dass ein Feld bewässert wird und hier jetzt ein Bambus wächst, außer natürlich, dort ist ein Gärtnersymbol abgebildet, dann wachsen dort 2 Bambus. Für den Regen ist es total egal, ob das Feld eigentlich bewässert ist oder nicht. Würde zum Beispiel dieses Feld hier hinten liegen und ihr setzt den Regen ein, ist dieses Feld hier eigentlich nicht bewässert. Hier wird jetzt aber trotzdem ein Bambus wachsen. Für den Regen zählt auch nicht die Regel, dass angrenzende Felder mitbewässert werden. Es wird immer nur das Feld bewässert, auf dem gerade der Regen fällt. Es gilt den Wind. Wind bedeutet, dass ihr zweimal die gleiche Aktion in eurem Zug ausführen müsst. Was bedeutet, wenn ihr zum Beispiel einen Kanal nehmen möchtet, müsst ihr 2 Kanäle nehmen, dürft aber keine andere Aktion mehr in eurem Zug ausführen. Es gibt einen Blitz. Der Blitz bedeutet, dass der Panda irgendwo hinläuft. Dabei muss das Feld nicht in gerader Linie mit dem Feld, auf dem er gerade steht, verbunden sein. Läuft dorthin und ist dort ein Bambus. Es gibt eine Wolke. Wenn ihr eine Wolke bekommt, dürft ihr euch aus der Box eine Sonderfähigkeit für eines der Felder aussuchen. Die Sonderfähigkeiten sind, wie man jetzt ja schon auf den Karten gesehen hat, entweder, dass ein Feld direkt bewässert wird, dass, wenn der Gärtner dort etwas anbaut, 2 Bambus wachsen, oder dass der Panda auf diesem Feld nichts essen darf. Ihr dürft aus der Schachtel einen dieser Chips euch aussuchen und nehmt den auf die Hand bzw. auf euer Spielerfeld.
und könnt ihn jederzeit, wenn ihr dran seid, ausspielen und auf eins der Felder legen. Wichtig ist, dass auf jedem Reisfeld immer nur eine Sonderfähigkeit draufliegen darf. Was bedeutet, hier darf jetzt zum Beispiel kein Bewässerungsschiff mehr draufgelegt werden. Hier dürft ihr hingelegt werden. Wichtig ist auch, dass ihr ein wenig aufpassen müsst, wo ihr diese Felder hinlegt, denn zum einen ist es so, für diese Mission müssen die Felder alle bewässert sein, die ihr als Muster gelegt habt. Und beim Bauern gibt es zum Beispiel Missionen, die sagen, ihr müsst 4 grüne Bambus auf einem Feld wachsen lassen, auf dem ein durchgestrichener Panda drauf ist. Und als letzte Würfelseite habt ihr ein Fragezeichen. Das Fragezeichen sagt, wenn dieses gewürfelt wird, dürft ihr euch eine Seite des Würfels aussuchen, die ihr machen möchtet und dadurch entweder eine neue Aktion dazu bekommen, ein Feld bewässern lassen, eine Aktion zweimal ausführen oder euch ein Chip aus der Packung nehmen oder mit dem Panda etwas essen. Und das war's an Regeln. Die einzige Sonderregel, die ihr einführen könnt, wenn ihr das möchtet, ist, dass ihr sagt, wenn eine Missionskarte gezogen wird und diese ist zufällig schon erledigt, weil ihr zum Beispiel eine bestimmte Menge an Bambus bereits gegessen habt oder weil ein bestimmtes Muster in der Mitte liegt, muss diese Karte direkt abgeworfen werden und ihr dürft eine neue Karte ziehen. Dadurch wird das Spiel ein bisschen komplizierter und auch ein bisschen fordernder, weil ihr auch ein bisschen aufpassen müsst, wie viel Bambus ihr jetzt wirklich irgendwo wachsen lasst. Ist es sinnvoll, dass ihr irgendwo 3 Bambus wachsen lässt, wenn ihr wisst, dass die meisten Bambuswachskarten sagen, dass ihr 4 Bambus haben müsst. Das wird dann zumindest halt ein bisschen taktischer und ich empfehle sehr, mit dieser Regel zu spielen, wenn man nicht gerade mit Kindern zusammenspielt. Die Regeln allein reichen natürlich nicht aus, um sich zu entscheiden, ob man sich Takenoko holen soll oder nicht. Natürlich braucht man auch immer irgendwie gewisse Spielerfahrungen. Da ihr das Spiel jetzt nicht ausprobieren könnt, erzähle ich euch ein bisschen was über meine Spielerfahrung. Ich finde Takenoko sehr, 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 sehr witzig. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich mir das Spiel eigentlich nur holen wollte, weil es einen Panda hat und weil es einfach niedlich aussah. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr schönes Strategiespiel, was aber nicht zu anstrengend ist. Das heißt, wenn man sagt, ich möchte mich jetzt einfach mal mit ein paar Freunden zusammen hinsetzen und eine Stunde ein Spiel spielen, ist dieses Spiel super, super großartig, denn in einer Stunde habt ihr das Spiel durch, ihr müsst nicht euch irgendwie 5 Stunden hinsetzen und ich weiß genau, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die nicht unbedingt Lust haben, sich jedes Mal 10 Stunden hinzusetzen, ein Spiel zu spielen und davon 5 Stunden sich erstmal die Regeln erklären zu lassen. Wenn ihr dieses Spiel mit Freunden spielt, die Takenoko noch nicht vorher gespielt haben, könnt ihr das Spiel innerhalb von 5 Minuten ungefähr erklären oder ihnen natürlich dieses Video zeigen und dann haben sie es auch in ungefähr 10 Minuten gelernt. Aber was das Spiel vor allem darüber hinaus auch interessant macht für mich, ist, dass man es auch gut mit zwei Spielern spielen kann. Ihr habt nicht die Verpflichtung, dass ihr mindestens 3 Spieler braucht oder 4 im besten Fall, sondern ihr könnt es halt auch wirklich nur zu zweit spielen, was ich sehr wichtig finde, denn häufig hat man eben nicht 4 Leute zusammen, mit denen man ein Spiel spielt, sondern manchmal hat man eben nur seinen Freund, der gerade mit einem ein Spiel spielen möchte. Das ist Takenoko super. Das Einzige, was ich ein bisschen bemängeln muss bei dem Spiel, ist, dass es ein wenig unausgeglichen ist. Wenn man die ganze Zeit einfach nur Bambus frisst, wird man sehr viel schneller vorankommen, Karten zu erledigen, als alle Leute, die versuchen, strategisch ein Feld aufzubauen. Denn das Feld aufbauen dauert eben sehr viel länger, als 2 Bambusteile zu essen. Und damit habt ihr dann sehr schnell die Aufgaben erledigt. Auch wenn ihr dann vielleicht nur 2 Punkte bekommt statt 5, ist das im Endeffekt egal. Wenn ihr halt eure Aufgaben super schnell erledigt habt und alle anderen haben erst 2 Karten erledigt, habt ihr trotzdem hinterher gewonnen. Deswegen haben wir es mittlerweile gemacht, dass wir eine zusätzliche Regel eingeführt haben, die nicht offiziell in den Regeln steht. Nämlich, dass man mindestens 2 Missionskarten von jeder Sorte erfüllt haben muss, um überhaupt gewinnen zu können. Was bedeutet, ihr müsst 2-mal mit dem Panda essen, ihr müsst 2-mal mit dem Bauern etwas wachsen lassen und ihr müsst mindestens 2 verschiedene Muster gelegt haben. Was bedeutet, dass ihr schon mal ein bisschen eingeschränkt seid, wenn ihr zu zweit spielt und 9 Missionen erledigen müsst, könnt ihr euch hinterher eben nur 3 Missionen aussuchen. Aber das macht es definitiv ein bisschen abwechslungsreicher und es sorgt dafür, dass nicht einer sofort am Anfang gewonnen hat und alle anderen Leute quasi gezwungen sind, die gleiche Strategie anzuwenden. Denn hey, wenn man der Doofe ist, der die ganze Zeit Sachen wachsen lässt, ist man eben der Doofe, der die ganze Zeit den Panda füttert und selber nicht vorankommt. Meine Meinung.
Deswegen gebe ich dem Spiel sehr, 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 sehr gute 3 Punkte, hier unten auf jetzt eingeblendet seht. Das Spiel ist wirklich sehr, sehr großartig. Es ist sehr süß. Es macht super viel Spaß. Ich spiele es total gerne. Es ist nicht unbedingt das perfekte Spiel, weil es nicht unbedingt so super ausbalanciert ist wie andere Spiele. Es hat einen gewissen Glücksfaktor, weil man jedes Mal natürlich am Anfang den Würfel würfelt. Und wenn man Glück hat, kann man jedes Mal 3 Aktionen ausführen und hat deswegen dann sehr viel schneller seine Missionskarten ausgeführt als jemand anders. Aber es macht halt einfach super viel Spaß und es ist ein tolles Spiel, um es zwischendurch zu spielen. Deswegen 3 sehr, sehr gute Punkte für Takenoko.